Grüßt euch! Hier ist der Thomas von der Racecar Series und ich will euch mal mitnehmen in den kleinen Aufwand, den man betreibt, bevor wir jetzt übernächstes Wochenende hier in Bad Breisig unseren vierten Lauf machen. Die Banner müssen aufgehangen werden. Wir haben ein paar Banner. Zwei Banner müssen ausgetauscht werden. Wir schauen mal auf die Banner am Fahrerstand. Auch die sind jetzt aktuell. Und wir schauen mal auf die lange Gerade mit unseren Bannern und den Fahnen. Falls ihr es nicht wisst, wir sind hier übrigens bei der oder auf der Strecke, wo das Ganze irgendwann mal angefangen hat. Irgendwann werden wir vielleicht mal eine kleine Historie über die Racecar Series drehen. Muss ich mal unseren Christian fragen, der das zusammenschneidet, wie das Ganze angefangen hat. In Kurzform, hier gab es mal den Elva Cup, daraus wurde die GT Series, die SCS in Zoo GT Series und daraus wurde dann die Racecar Series. Das Ganze ist alles etwas größer geworden, die Teilnehmerzahl auch, aber es wird immer schöner. Also lasst euch überraschen, ich mache gleich noch ein kleines Video, wenn es dann fertig ist. Bis später. Ein paar Stunden später, in Breisig wird noch fleißig gearbeitet. Das Grün muss gepflegt werden, das ist unser Greenkeeper. Der holt auch jedes letzte Korn raus, damit alles schön sauber ist für die Racecar Series am Wochenende. Das heißt in 14 Tagen. Aber hier ist schon riesig was geschehen. Die Körbs sind neu gestrichen. Wir haben alles in weiß-blau getüncht. Wo das wohl herkommt, ich weiß es nicht. Vorher war es ja rot-weiß. Dieses Jahr haben wir uns für weiß-blau entschieden. Nächstes Jahr ist übrigens pink dran. Pink-weiß. Im Wohnzimmer muss schon ordentlich sein. Alles ist startbereit für Lauf 4. Noch nicht ganz. Wir sind noch am Arbeiten. Aber Lauf 4 am 1. Juli geht's los. Wir freuen uns.